Für Sängerin Kerstin Ott sind es traurige Nachrichten. Der Schlagerstar meldete sich in den vergangenen Tagen mehrmals zu Wort, richtete sich an die Fans. Nach langem Hin und Her ist es nun offiziell, Kerstin Ott musste einige Konzerte ihrer Tour absagen. Jetzt gibt sie erste Ersatztermine bekannt. Doch einige Fans regen sich auf Social Media über eine Sache auf, Kerstin Ott macht traurige Ankündigung, in Leipzig, Nürnberg, München, Chemnitz, Erfurt, Stuttgart und Frankfurt wurden die Konzerte vom Veranstalter bereits abgesagt. Kerstin Ott übermittelte ihren Fans diese Corona-bedingten Änderungen unter anderem im Netz auf Instagram. Kerstin Ott, Fans deswegen sauer, das Konzert am Donnerstagabend in Köln findet bislang allerdings noch statt. Und auch der Termin in Oberhausen am 13. Dezember wurde noch nicht abgesagt. Andere vereinzelte Städte springen ebenfalls noch nicht auf den Zug, alles abzublasen, auf. Und genau das finden einige ihrer Follower gar nicht gut. Es gibt allerdings auch Follower, die der Sängerin Lob für ihre vergangenen Konzerte aussprechen. So schreibt jemand, Berlin war der Hammer für uns. Unser Abend hätte fast nicht besser laufen können. Meine beiden Töchter sind immer noch hin und weg. Ein anderer kommentiert, Kerstin, dein Konzert gestern in Berlin war mega hammergeil. Danke dafür. Erste Infos für das kommende Jahr hat Kerstin Ott auch bereits für ihre Anhänger. Sie schreibt, leider lassen die aktuellen Verordnungen es nicht zu, dass die noch angedachten Konzerte in Chemnitz und Erfurt 10.12. stattfinden können. Mein Team und ich haben für diese Termine jedoch bereits Ersatz gefunden. Mi, 20. April 2022, Erfurt Messe, Donnerstag 21. April 2022, Chemnitz Stadthalle. Freitag 22. April 2022, Leipzig Quarterback Immobilien Arena Kerstin Ott Konzertabsagen in Bayern, nur für Fans in Bayern wird es bitter, aufgrund der schwierigen Hallenterminlage werden wir die Konzerte in Nürnberg und München leider erstmal komplett absagen müssen. Wir bemühen uns jedoch weiter um einen zentralen Ersatztermin in Bayern.